Ich mache es einfach mit meinen Fingern. Ich rieche einfach nur Selbstbräuner. Ich sehe aus wie eine Sekretärin, die versucht, cool zu sein. Ich, was? Was für eine Haarentlöte. Da. Ich bin rot wie ein Krebs. Komm mal, boah, ich komm's gleich. Oh, Digga, was für Peelen, ist richtig anstrengend. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf dem Kanal, heute mit einem Special Guest. Hello! Lamia ist in the hood. Es hat ein bisschen gedauert, Freunde, aber sie ist finally da. Ich bin's. Du bist aufgeregt, gell? Oh, das sieht voll schön aus so. Ja, ohne Kopf, ohne Gesicht. Freunde, ignoriert mein rote Bier, ne? Ich schwöre, den Zettel, den ich drauf habe, ich fühle ihn nicht so. Ich sehe voll rot aus neben ihr, aber egal. Egal. Ja, heute gibt es zwei Videos von uns, und zwar eins hier und eins auf ihrem Kanal. Wir schminken uns gegenseitig. Ich wurde noch nie geschminkt. Ich bin voll excited, wenn sie mich nachher schminkt. Oh Gott. Der Link ist dann unten in der Infobox. Und ich schminke sie jetzt erstmal für meinen Channel. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ich bin richtig aufgeregt, aber egal. Und bevor das jetzt zu langes Intro wird, yes, gehen wir einfach los. Legen wir los, komm. Egal. Wann fange ich überhaupt an? Oh Gott, der Pressure ist real. Milani Concealer. Ist es deine Foundation, die du mal benutzt? Mhm. Milani, ich kenne das gar nicht. Hat nicht die Niki so einen Rouge oder so von denen mal gepusht? So ein genau, Blush. Ich habe hier auch den Blush. Das ist auch mein Lieblings. Luminoso. Der hier. Geil. Oh, das sieht ganz schön aus. Okay. Kann ich nicht using just Blush for Make-up machen bei dir? Ich hoffe, das Mikro reicht aus von der Lautstärke. Soll ich ein bisschen schreien? Das geht so, glaube ich. Ganz normal. Es heilt aber ein bisschen. Sorry, das ist die einzige Lösung gerade gewesen. Oh, das riecht voll gut. Ja? Ich mach's jetzt einfach mit meinen Fingern. Ich rieche einfach nur Selbstbräuner. Echt, riecht man den noch? Ja. Also wundere dich nicht, ich schmink halt nie andere Leute. Ne? Also wenn ich jetzt hier nicht so die geile Gesichtsmassage mache. Egal, du. Weil so, du kannst es bestimmt so voll gut. Ich weiß noch, als ich auf der Trendsquad-Tour war, Tour, auf dem Trip, mit Donja, sie sah immer so, sie macht immer als so professional. Ja, Donja und ist ich immer so, so Primer ist drin, so hast du richtig die Flottermaus und sie so voll. Ja, ja, die macht dann wirklich so, schon. Spürst du das? Oh ja. Und dann hier ziehen wir den Füller auf. Ich hab keine Face-Füller auf. Keine Gerüchte in die Welt setzen. Passt schon. Das ist ja heute Marvin Style. Und Marvin Style ist halt flottrig. Ne? Ich mach einfach so ein bisschen hier und da. Genau. Easy. Sie hört echt rot aus. Also Loving Tan ist echt nicht mein Life. Das ist wirklich so. Alle lieben das so. Und dann denke ich mir so, ey, ihr liebt das nur, weil ihr es die ganze Zeit umsonst zugeschickt bekommt. Und das ist so rot. Viel zu viel benutzen. Egal. Egal. Cakeface. The Marvin Style. Oh wow, steckend. Ja, das ist eine richtig geile Foundation. Hast du dich früher auch schon viel geschminkt? Ich, ja, aber ich habe sowas wie Foundation Concealer nicht gekannt, als ich jünger war. Echt? Also so mit, ich habe richtig, also Full Face habe ich angefangen mit wirklich so 22, 23 erst. Ich glaube, ich auch. Aber vorher habe ich nie meine Brauen gemacht mit 18. Wenn ich heute 18-Jährige anschaue, denke ich mir so, oh shit. Krass, ja, ich guck mal 14-Jährige an, einfach so fliegst du. Ich dachte mir so, krass, ich habe einfach, keine Ahnung, das Einzige, was ich benutzt habe, war Mascara. Also so Lidschatten, sowas habe ich auch erst in Berlin benutzt. Ja? Das habe ich zu Hause gar nicht. Also ich habe, glaube ich, mit 17 angefangen, mich zu schminken und von da an war ich schon so Cakeface, also ich war schon ordentlich geschminkt, aber halt immer nur auf Natural. Dann hatte ich vielleicht mal so einen Rouge oder sowas, aber ich habe jetzt keinen Lidschatten benutzt, das habe ich echt erst in Berlin. Und wann bist du nochmal nach Berlin gekommen? Mit 2013, oder wie war ich da? Wie lange ist das, ja, 3 Jahre? Nee, was haben wir? Fast. Also von Saint-Tropez, hast du das Mousse oder das Spray bestellt? Spray? Ja. Gibt es ein Spray? Ja, ich habe ein Spray. Ist das gut? Ja, ich habe ein Spray. Soll ich mir keine Flecken? Hä, nein, voll nicht. Das ist ein Spray. Ja. Aber das Einzige, was mich nervt bei Saint-Tropez, es gibt nicht so Deep Dark. Hä, doch. Es echt? Gibt, es gibt normal und dann gibt es Dark. Dark, ja. Aber gibt es auch Deep Dark? Nach Dark? Alter, ich benutze schon Dark und es ist krass dunkel. Ich benutze mal Dark und denke mir so, naja, geht noch eine Nummer. Was? Dann mach halt 2 Schichten, aber das geht auf jeden Fall. Ja, aber dann wird das so patchy. Dann musst du dich richtig peelen vorher. Oh, Digga, was für Peelen, ist richtig anstrengend. Also ich finde, also Saint-Tropez ist die geilste. Ja, ich finde auch, ich liebe das. Und alle, die sagen, das ist nicht geil, das riecht komisch. Boah, geil. Der ist deckend, ist. Fuck. Ich suche schon eh viel zu viel. YOLO, komm. Oh, war ich schon in deinem Auge? Ja, fast, ne? Egal. Today, I'm gonna get my drag makeup. Ja, geil. Ich will auch mal endlich mal anders geschminkt werden, als so wie ich mich selber immer schminke. Ich mache einmal ein bisschen Freestyle. Ich bin so gespannt, ich schminke dich ja mit deiner Palette später. Oh mein Gott. Ich habe sie nur gesehen, aber ich habe sie noch nie, angefasst. Ich habe noch nichts angefasst, ich wollte es einfach clean lassen. Und so auch gleich mein First Impression machen. Oh mein Gott, ich so daneben. Aber du, kein Pressure, kannst auch sagen, wenn du was nicht ich weiß. Alter, deine Haut. Ja.
airbrushed, sieht so aus. Aber ich liebe die Foundation. Ja, deine Haut ist halt auch einfach perfekt. Du hast halt. Guckst du mich nicht so angewidert, deine Haut ist perfekt. Das ist gut zu sagen. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, wann dieses Video online geht, aber ich habe hier mit einem Hydra-Facial angefangen. Wie sie einfach weiter. Ich bin richtig voll am Ärgern. Ich habe meinen absoluten Lieblingskrinse, wenn es ums Augenbrauen-Ding geht. Das ist halt so lustig, weil das so surreal ist, weil ihr schon so lange YouTube macht. Und ich weiß halt, wie ich früher dann ab und zu mal geguckt habe. Und ich war halt voll, ich habe gar keine Deutschen geguckt. Mhm. Aber klar, so, wenn es gefühlt 10 YouTuber gibt, so yeah, in ganz Deutschland, gibt man auch die ganzen Slimani-Mäuse, ne? Und es war mir halt schon natürlich ein Begriff. Aber es ist halt so komisch, weil jetzt sind wir halt einfach so befreundet und kennen. Und weißt du was? Ich weiß. Es ist halt so ganz seltsam, wenn ich überlege, jedes Mal, wenn ich mir mein Gesicht abtrockne mit so Taschentücher, denke ich mir so, hey Sammy. So Sammys Tipp, gell? Ja, das heißt, voll, ja, das war aber mein Tipp. Wie er wieder überall irgendwas gesammelt hat. Ja, und das er hat es immer gesammelt, weil damals habe ich das irgendwo in einem Bericht gelesen oder so. Und da habe ich ihm gesagt, so, Sammy, trockne dir dein Gesicht nicht mit dem Handtuch ab, weil der hatte zu der Zeit echt Pickelprobleme. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, so, trockne lieber mit Tüchern, so Küchentüchern ab. Und dann hat er das ins Video gebracht. Er hat mir noch nie Credit gegeben. Ich schwöre, was ist los mit dir, Bruder? Ich werde noch nie Credit gegeben. Ich verdanke dir meine Haut. Yes. Kontaktabbruch. Direkt blockieren. Erstmal entfolgen. Das ist wie bei einem Bewerbungsbild. Übel, Alter. Also das vorhin war ein bisschen verspielter. Ja. Und jetzt bist du so Sekretärin. Aber ich verstehe nicht, wo ich mein Oberteil hin habe. Fuck. Egal. Jetzt sollten wir das nochmal ändern, nicht, dass du so züchtig aussiehst. Das ist irgendwie wie eine Mutti. Das ist echt so. Mutti Alert. Dabei ist Dunja noch nicht mal da. Sing mal für uns. Das Krasse ist, gell, das, was ja released wurde, also die Version, war nicht die, die ich wollte. Echt? Ja. Bist du noch mit dem Label? Ich bin noch, aber ja, also ich bin halt jetzt nicht mehr. Also ist jetzt nicht shady, wenn du sowas. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber das ist halt so, das ist halt bei der Musikbranche, ist halt so, als Künstlerin, wenn du jetzt nicht Beyoncé oder Rihanna bist, kannst du halt nicht sagen, ey, sorry, ich will diese Version. Wenn der Produzent sagt, nein, es ist mein Song, sozusagen, ich habe ihn produziert. Ich entscheide das, dann hast du nichts, du kannst nicht sagen. Die ganzen Adlibs, diese ganzen Schwenke, also diese ganzen Extras, die ich da reingesungen habe und auch der Sound, weil ich finde, in der Version, die released wurde, ist meine Stimme so leise. Ich fand das ganz schlimm, als ich es jetzt nicht gemacht, um dich irgendwie. Ach so, nee, überhaupt nicht. Also, nein, nein, also es ist wirklich so, das ist halt echt krass. Das, ich habe hier meine Erfahrung gemacht mit der Musikbranche. Ja, es ist ja immer so, man muss ja auch ein bisschen Sachen ausprobieren und so. Ja. Ist das überhaupt der Concealer? Ist die Foundation? Ist die Foundation? So. Can you please flip your head to the okay? Yeah, and the other side. Wow, this is like amazing. Ich bin rot wie ein Krebs, als wie ein Hummer. Ich schwöre, ich freue mich so, wenn du diese Fresse abdeckst, Mann. Ich kann es gar nicht abwarten. Once for the boys, boom, it's just the time. It's easy, but the good is just the money. Come on, the blip, and you blaze, you know. Got sex on deck, like I say, you know. You might get it, you pop, I'll say, I got the rain, kind of bit. You got, you know, you might get cock. Ich sehe aus wie eine Sekretärin, die versucht, cool zu sein. Ich schwöre, ich komme auf den Boah, kurz gleich. So, die Sekretärin Lamia Slimani verlässt den Raum. Please welcome Ghetto Lamia. Break it down like this. Alter, ich schwöre, ich sehe aus, als hätte ich einen Sonnenbrand. Es ist ja viel dunkler als vorhin. Ist es noch dunkler als vorhin? Ja. Laber nicht. Doch, ich schwöre. Alter. Wir benutzen ihn jetzt. Nehme ich den jetzt mal. Also eine Seite wird Gucci, andere Prada. Tier. Hat Lidschatten gemacht ohne Vorlaut irgendwie. Ach so, ohne Vorlaut. Ich habe gesagt, ohne Vorlaut. So, was lacht ihr? Ich esse wie ein Hubi, der. Ich bin so Bock auf was Süßes. Und dir. Und dann haben wir Angelic und Nefertiti, die Gute, aufgetragen. Nefertiti. Nefertiti-Duty. Und du gönnst dir richtig, Alter. Ich mag den Geschmack voll. Also es schmatzt, dann kommt alles raus. Okay, jetzt lang. Ich bin so gespannt, oh mein Gott, wie du meinen Schminkstil findest, weil ich bin ja ganz anders. Ich freue mich deswegen voll drauf. Hast du auch die passende Foundation-Farbe für dich da? Ja, man muss ja bei mir immer mischen. Ich habe zwei mitgenommen und dann. Ich meine, passend ist bei mir so rot, wie ich bin eh ein bisschen. Wir nehmen einen anderen Ton, ja? Okay. Ich weiß nicht, ich habe halt so ein. Keine Ahnung, ich höre alles durch. Was war alles? Ja? Quer durch, aber ich habe halt so meine Favorites, Forever and Always. Alben, die ich immer wieder nach 10 Jahren wieder hören könnte und so. Was denn?
So Beyoncé, damals war ihr B-Day Album. Oh, geil. Living. Das war so geil. B-Day ist richtig. Das war so richtig geil. Oh mein Gott, ist die Farbe schön. Wow. Das Angelic-Ding. Mm. Oh mein Gott. Oh Gott. Hören Sie bitte auf zu lachen. Das Problem bei mir ist, ich kann nicht Light machen. Ich schwöre, das hält alles gar nicht. Echt? Ich probiere so dünn, also weißt du, eine dünne oder so, weißt du, oder leicht. Mm. Geht nicht. Entweder ich muss ganz oder gar nicht. Echt? Ja, Mann. Ich habe immer so Probleme, deswegen gibt es auch immer wieder so Foundation, wo Leute sagen, boah, die ist so geil, die ist so voll, samtig, so schön. Ja, hält eh nicht bei mir, brauche ich gar nicht ausprobieren. Hast du eine ölige Haut? Ja, so tendenziell schon. Aber eigentlich eher nur so T-Zone. Aha. Und nicht so komplett. Aber es sieht halt immer so richtig hässlich, so greasy und man sieht so aus wie 18 Tage Make-up drauf, weißt du so. I think that's kind of pretty. Wow, makes me happy. Makes me happy. Bist du sensibel? Mhm. Also dreht bestimmt mal einfach. Du so. Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Ich komme mir vor, als ob ich schiele, wenn ich nach da gucke. Damals wollte ich ja meine Lücke schließen. Ich weiß nicht. Haarimplantation? Was für eine Haarimplantation? Da. Ach, du meinst Zehen? Oh mein Gott, meine. Ich rede von der. Ich dachte, du meinst die Lücke so mit deiner Augenbraue. Ach so, nee, nee, ich meine die Zähne. Also Haarimplantation. Ihhh! Stell dir vor. Why are you smiling, though? Ich finde es so krass, weil wenn man jemanden schminkt, dann ist man ja so nah. Also es ist schon der Personal Space, wenn man nicht comfortable damit ist, dann. Ja, erstmal 3 Meter Lidstrich, ne? So. Ja, 3 Meter. Schau, mein Arsch ist eingeschlafen. Was? Wir haben da so ein kleines Lichtproblem in dieser Wohnung. Richtig rein, Schwester. Oh, du hast so krasse Wangenknochen. Echt? Ja, Alter, hier ist voll die Party, Mann. Was hast du gesagt? Voll die Party. Hast du schon wieder verstanden? Party, Mann. Party, Mann. So ein Digimon, Party, Mann. Digimon, ey. Sammy guckt das gerade, ne? Ja, ich höre jeden Morgen Digimon. Ach, ich vermisse die Donja, ey. Die Alte. Schön, dass sie da unten rumhuselt, ey. Ja, die muss mal nach Berlin, Alter. Donja, was ist los mit denen? Ich finde es so interessant zu sehen, wie jeder so arbeitet. Ist voll, ich finde es voll interessant. So. Was machst du immer anders? Ich arbeite viel ruhiger. Du bist so... Zack, zack, zack. Ja, ich bin schnell hier und ja, da rein. Aber so würde ich... Aber so würde ich auch nicht machen, wenn ich jemanden schminken würde, den ich jetzt nicht so gut kenne oder so. Ich weiß. Du kannst ruhig hochkommen, Babe. Das ist kein Problem. Wartest du bitte unten vor der Tür? Das sind noch so 5 Stunden ungefähr. Hast du mir das überhaupt drauf gemacht? Ist da jetzt doch eine Farbe drin? Ich finde nicht so geil geschminkt. Alle Pinsel übereinander. Ich so, war das nicht der? Ich weiß nicht. Und du hast damit auch noch mal einen Glitzer da drauf getragen. Ja, ich frag mich, aber es ist so ein bisschen rot aus. Girl, look at you. All bronzed up. All bronzed up! Okay, ich bin richtig geil auf den. Manchmal sehe ich in der Kamera da besser, was ich mache als hier. So ein, gibt nur einen leichten Glow, finde ich. Also so kann ja nicht, genau aber so. Schon, so dass man luminous aussieht. Siehst du das? So frisch aussieht. Ich mach das mal. Kurz eine Schieße live. Ja, man hat es in der Winter live. Oh, das ist gleich gut. Guck, im Highlight. Ich schwöre, dieser kleine Einhorn ist so süß. Das ist ein Mavicorn, oder? Ich sag immer Einhorn. Das ist aber ein Mavicorn. Die Lippe! Ja, halt, stopp, cut, okay. Eigentlich müsste hier jetzt stehen: stay dumb, stay stupid, stay brainless oder irgendwie sowas, nicht stay weird, denn ich habe die Speicherkarte verloren und somit den Rest des Videos. Herzlichen Glückwunsch! Oh, ich weiß nicht, wie man so dumm und hohl sein kann.
Aber die Datei war auf jeden Fall so groß, dass wir beim Dreh zwei Speicherkarten benutzen mussten und ich finde die andere nicht. Und ich habe bis jetzt gerade eben den kompletten ersten Teil bis hierhin geschnitten und wollte jetzt zu Minze fahren und da gemütlich noch abhängen und sie so in meiner Nähe haben, während ich schneide. Deswegen bin ich auch schon so in diesem Outfit. Könnte mich am besten gleich am liebsten so strangulieren. Aber hey, mein komisches Hefthand ist runter, wie ihr sehen könnt. Ich bin komplett weiß, Kalkleistenmodus ist on. Ungeschminkt, no eyebrows, mein Hair ist hier unter der Mütze in so einem Bun, also bei mir ist komplett flotter Sprühalert. Ich glaube, ich sah noch nie so seltsam auf meinem Channel aus, wie jetzt gerade. Das ist mein Undercover-Look, okay? Wenn ihr so jemanden durch die Straßen laufen seht, wisst ihr Bescheid, bin ich. Aber will ich da nicht angesprochen werden, okay? Danke. Ja, deswegen beende ich das jetzt hier einfach mal. Wenn ihr sehen wollt, wie er mir den Lippenstift aufgetragen bekommt, beziehungsweise nee, wenn ihr sehen wollt, wie der Fertig-Look ausschaut mit Lippenstift, müsst ihr jetzt bei Lamia vorbeischauen beim Video, dort wo sie mich schminkt. Das ist auch mega lustig geworden. Sie hat mich geschminkt, mega exciting. Ich wurde zum ersten Mal von jemandem geschminkt, der sich auch selbst mit Make-up auseinandersetzt. Nicht so von meinem Bruder oder meinem Ex-Mitbewohner oder wie auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Lasst ihr auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und der Link ist hier unten in der Infobox, aber auch hier oben irgendwo oder in der Endcard. Ich verstecke am besten mein Gesicht. Ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich Dateien verloren habe. Ich sehe aus wie Flotter Sprühschiss, aber ist mir jetzt auch egal. Macht's gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis gleich auf Lamias Kanal.